Hallo, ich bin der Arash Teriahi. Ich konnte leider heute nicht kommen. Es tut mir leid, wir drehen gerade in Spanien für unseren neuen Film Everyday Rebellion über gewaltlosen Widerstand. Es ist heute eine Demo hier, die konnte ich leider nicht verschieben. Deswegen beantworte ich die Fragen, die ich bekommen habe. So mit iPad und schnell und kurz und bündig. Ich hoffe, das passt. Die erste Frage ist, wie es zu dieser Sammlung gekommen ist und wie es in Verbindung steht mit meinem Film über Amateurfilmer, die Souvenirs des Herrn X. Es war so, dass ich zwei, drei Kisten Super 8 Film in einem Magistratsflohmarkt gefunden habe und gekauft habe. Die Filme haben begonnen 1968 und haben geendet 1984. Und ich habe mich gefragt, warum jemand das wegwirft. Ich habe die Filme Mitte der 90er Jahre gefunden. Bin dann davon ausgegangen, dass diese Person vielleicht gar nicht mehr existiert oder wie auch immer, habe ich die Filme gekauft und habe sie mir angesehen. Zuerst habe ich einen Super 8 Projektor gehabt ohne Ton, habe mich überhaupt nicht ausgekannt mit Super 8, habe gar nicht gemerkt, dass da vielleicht ein Ton drauf ist. Habe mir die Filme angesehen, es waren eben verschiedene Reisen, aber was auffällig war, war, dass die Filme montiert waren, dass sie Titel gehabt haben und so weiter. Und mich hat da gleich fasziniert, wie liebevoll diese Filme gemacht waren. Danach habe ich einen zweiten Projektor gekauft mit Ton und bin dann erst drauf gekommen, was das für ein Schatz war für mich auf jeden Fall, weil ich dann die Kommentare von diesem Herrn X gehört habe und die zum Teil extrem lustig waren, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Und sie haben aber alles so etwas Liebevolles und Menschliches gehabt. Und das hat mich dann fasziniert, dass jemand 10, 20 Jahre lang Filme macht, die niemals berühmt werden, aber diese Liebe zum Bewegtbild ist da spürbar. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sind das doch die wahren Filmemacher. Eigentlich sind das die Menschen, die ohne dass sie jemals Lob dafür bekommen und bekannt werden und irgendein roter Teppich für sie ausgerollt wird, Filme machen und ewig weitermachen, bis sie alt sind. Das war der Beginn der ganzen Sache. Dann ist mir eben irgendwann die Idee gekommen, ich würde gern wissen, wer hinter diesen Filmen steht. Und so habe ich dann versucht, alle Filme zu sehen, zu analysieren, habe dann begonnen zu recherchieren in diese Richtung, Amateurfilmclubs und so weiter, und bin dann auf die Amateurfilmclubs gekommen. Die haben mir dann auch erzählt, dass sie eben immer wieder so Super 8 Filme bekommen, einfach vor die Tür gestellt, irgendwelche Kisten, weil die Leute nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ich bin dann weiter auf die Suche gegangen nach Super 8 Filmen, habe am Flohmarkt einen ägyptischen Händler kennengelernt, der mir einige Kisten verkauft hat und der sofort in mir das perfekte Opfer gefunden hat. Ich habe nämlich mit ihm ausgemacht, er besorgt mir die Filme und ich kaufe sie ungesehen. Mein ägyptischer Händler war ein großartiger Typ, der hat mich dann jede Woche angerufen und hat das Ganze bis zur Obsession betrieben und ist in Österreich herumgefahren, hat alle Händler und Trödler gefragt nach Filmen, und die sind dann schon irgendwie zum Teil sehr suspekt gewesen, was der eigentlich mit diesen Filmen machen will. Aber es ist Geschäft ist Geschäft, sie haben es ihm verkauft und er hat es mir wahrscheinlich sehr teuer weiterverkauft. Aber trotzdem bin ich ihm dankbar. Er hat auch zum Teil absurde Sachen gemacht. Er ist nach Ägypten gefahren, um seine Familie zu besuchen, und ist zurückgekommen mit 35 mm Filmen, arabisch untertitelten indischen Filmen und so weiter. Und die musste ich ihm halt auch abkaufen, weil er hat viel riskiert. Es ist nämlich verboten gewesen, diese Sachen rauszubringen. Eines Tages, das hat jetzt nichts mit Amateurfilm zu tun, aber mit meinem Händler, eines Tages ist er gekommen und hat mich gefragt, ob ich ein kleines Krokodil haben will, was ich verneint habe, weil ich mich ja nur für Filme interessiere. Einige Wochen später hat er gemeint, das Krokodil ist jetzt so groß, ob ich es nicht trotzdem haben will. Und ich habe gesagt, nein. Ein paar Wochen später hat man ein großes Krokodil im Donaukanal gefunden. Vielleicht war es das. Egal, abgesehen davon habe ich eben diese Sammlung dann durch seine Hilfe immer weiter erweitert und habe es nicht übers Herz gebracht,
wenn ich eine Kiste irgendwo gefunden habe, nur einen Film zu nehmen. Weil ich mir gedacht habe, ja, das ist das Leben von einer Familie und man muss es bewahren und so weiter und so fort. Und irgendwann war in unserem Büro schon mehrere Räume voll von diesen Filmen. Ich habe wahrscheinlich 5.000, 6.000 Filme gesammelt, von denen sind dann ca. 500 eingeflossen in die Souvenirs des Herrn X. Ich habe gar nicht all diese 5.000 sehen können. Ich freue mich auf meine Pension, wo ich das dann vorhabe, mir all diese Filme anzusehen und da noch weiteres zu entdecken. Ich bin aber froh, dass jetzt andere Leute sich diese Filme anschauen und ich werde mal mit euch ein ernstes Gespräch führen darüber. Gut, das war die Frage 1. Ich muss kurz nachschauen, was die Frage 2 ist. Die Frage 2. Die meisten der verwaisten Filme habe ich am Naschmarkt gefunden. Welche Bedeutung hat so ein Ort wie Naschmarkt, an dem so viele Relikte und Fragmente sind? Und wie würde ich das Verhältnis von Stadt und Filmemacher beschreiben? Wie gesagt, vielleicht ist das zum Teil schon beantwortet gewesen in der ersten Frage. Solche Flohmärkte sind faszinierende Orte, weil einfach so viel Erinnerung, so viel Leben, Vergangenes und so weiter da versteckt liegt. Und was ich interessant finde an Amateurfilmen und der Beziehung zum Stadt, ist, dass in unserer Gesellschaft, wo es um Effizienz geht, um immer besser sein als der andere und so weiter und so fort, immer das Beste machen und das Speziellste, ist das Spezielle an den Amateurfilmern, dass sie Dinge filmen, die professionelle Filmemacher nicht mehr für wert gefilmt zu werden finden. Das heißt, der Wert von so einem Material liegt zum Beispiel darin, dass ein Amateurfilmer, der 20 Jahre lang in einer Wohnung, an einem Platz wohnt, 20 Jahre lang vielleicht aus diesem Fenster seinen Platz gefilmt hat. Man sieht, wie sich da die Gesellschaft verändert, man sieht, wie sich die Architektur verändert und so weiter und so fort. Das heißt, ich finde es extrem wichtig, den Amateurfilmer, wenn man ihre Filme analysiert und sie auch ernst nehmen würde, wie eine normale Filmgeschichte, finde ich, dass beim Ernstnehmen einer parallelen Amateurfilmgeschichte man sehr viel entdecken würde, auch über uns und über unser Leben, weil Amateurfilmer eben einfach das Leben filmen und oft Momente einfangen, für die ein Spielfilmregisseur tausende Euro ausgibt, um sie nachzustellen, und sie werden nie wie das wirkliche Leben. Also das Kleine zum Großen machen ist das, was mich inszeniert, was mich interessiert hat bei den Amateurfilmen und warum ich auch weiter gesucht habe. Und ja, das ist hoffentlich die Beantwortung der zweiten Frage. Ich gehe zur dritten. Was hat dich am Amateurfilm interessiert? Das habe ich, glaube ich, schon ein bisschen erzählt. Die Sammlung Arash besteht mehrheitlich aus Familienfilmen. Die Souvenirs des Herrn X gilt der Schwerpunkt eher dem ambitionierten Amateur. Was hat dich an dieser Praxis fasziniert? Und inwiefern vermitteln uns die Aufnahmen von Filmamateuren ein anderes Bild der Stadt? Ich glaube, das habe ich vorhin beantwortet. Und die Faszination war eben die Tatsache, dass Menschen einfach sich so viel Zeit nehmen, um Dinge zu machen, um Filme zu schneiden, die wahrscheinlich nicht mehr als 10, 15 Leute in der Familie sehen und die sich dann wahrscheinlich auch nicht allzu sehr dafür interessieren. Und ich habe irgendwie gefunden, dass das eine selbstlose Art des Filmemachens ist. Und wie ich dann die Menschen kennengelernt habe im Laufe der drei Jahre, in denen ich an diesem Film gearbeitet habe, waren das wunderbare Menschen, die sich auskennen mit Film und so weiter und die so eine unschuldige, aber auf eine gute Art unschuldige Art haben, an Filme heranzugehen und denen dieser Augenblick und dieses Festhalten des Augenblicks wichtiger ist als großer internationaler Ruhm. Die ambitionierten Filmemacher haben mich deswegen interessiert, weil man in ihnen einfach auch eine andere Art von Filmemacher sieht, weil wir kennen alle Leute, die halt alles filmen, jede Hochzeit filmen und jedes Geburtstag und so, das ist eine Sache, das filmt man, oft wird das ungeschnitten einfach angeschaut. Was mich interessiert hat, war diese Stufe dazwischen, diese Menschen, die eben extrem viel Freizeit aufwenden, manche sogar unter der Prämisse, dass ihre Familien auseinandergehen, weil wie in Souvenirs des Herrn X die Hauptfigur mal erzählt, seine Frau konnte nicht verstehen, warum er zu Hause bleiben will und Filme machen will und nicht mit ihr in den Tanzclub geht.
Diese Menschen haben mich interessiert, vielleicht auch, weil ich finde, dass alle unter Anführungszeichen professionellen Filmemacher eigentlich auch als Amateure begonnen haben und dazu muss man auch stehen. Und ich habe mich einfach auch darin wiedergespiegelt, dass bewusst zu entscheiden, dass mein erster Film ein Film über die Liebe zum Kino ist, in Form von der Visualisierung eines Films, der von der Liebe von Amateurfilmern zum bewegten Bild erzählt. Und was dann danach möglich ist oder nicht möglich ist, zeigt dann das jeweilige Bemühen oder Talent oder was auch immer, aber darum ist es mir nicht gegangen, sondern um eben diese pure Liebe zum bewegten Bild, ohne das Hinschielen auf Ruhm und große Ehre. Ich hoffe, die Veranstaltung ist gut. Die Diskussion geht rege weiter und irgendjemand filmt mit seinem Handy das ganze restliche Gespräch, sodass ich auch weiß, was ihr sagt. Auf Wiedersehen, wir gehen weiter. Demonstrationen und Revolten filmen. Bis zum nächsten Mal.